Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Ich habe ein bisschen gespielt, ne, um die Strafzeit, nenne ich es jetzt mal, von dem Verlernpunkt zu überbrücken. Habe ich mal ein bisschen gedaddelt, mal wieder ein bisschen rumgeguckt, gesammelt, ne, also Dinge, die man halt so nebenbei macht, die jetzt mehr oder weniger aufnahmerelevant sind. Das ist meine Schüssel, das wird essen. Und habe auch wieder geschmiedet. Jetzt funktioniert das ja mit dem automatischen oder intelligenten. Warte mal, wie hieß das? Ne? Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Wie hieß das noch? Genau, automatisierte Hammer. War ja gar nicht so weit entfernt. Und ich habe es getestet. Und es ist wirklich unmenschlich geil. Wirklich. Unmenschlich geil. Ich hätte es aufnehmen sollen, wie ich hier Pfeile gefertigt habe. Ne? Das war also Pfeilspitzen. Unmenschlich. Mal ganz schnell, die sind so ja noch heiß, ne? Geht gar nicht. Fast 3 Stacks. Und, was, ich musste aufhören, weil der Wind jetzt weg ist, leider. Wollte das euch eigentlich jetzt denn mit im Video präsentieren, wie das jetzt hier funktioniert mit den Eisenbahnen und den Kettengeflecht. Das ging dann natürlich auch sehr, sehr schnell. Richtig nice. Und folgende Sache gleich mal vorweg. Wir werden jetzt mal erstmal nochmal wohin gehen. Ja, wohin hin, klingt auch komisch. Während ich erzähle, machen wir mal kurz einen Rundgang. Ihr habt ja das eine Rezept bei der Schmiede. Wenn ihr einen Barren auf den Amboss platziert, wählt er ja euer Rezept aus. Und manchmal habt ihr so eine Kombi-Rezepte, wo es heißt, ja, du kannst diesen Gegenstand auch mehrmals herstellen, musst aber noch einen zweiten Barren hinzugeben. Und die Sache beim Schmieden ist ja wie folgt. Wenn ihr per Hand schmiedet, dann müsst ihr den Barren ja quasi so auffalten oder zusammenfalten. Das ist das, was euch limitiert, weil ihr könnt jetzt nicht einfach einen Voxel oben rechts nehmen und diesen unten links platzieren. Das funktioniert nicht. Aber wer kann das machen? Der Stielhammer kann das machen. Und dann passiert folgende Sache. Wir nehmen jetzt das Rezept für 9 Eisenspitzen. Pfeilspitzen, sorry. Und da der Stielhammer, wie gesagt, nicht an diesen Auseinander- und Zusammenfalt-Mechanik gebunden ist, kann der natürlich die Boxe platzieren, wo er will. Und ihr schafft es mit einem Barren 9 Pfeilspitzen herzustellen. Das ist absolut Wahnsinn. Richtig, richtig krass. Sonst bräuchtet ihr 2, da ihr euch, wie gesagt, an dieses Auf- und Zusammenfallsystem halten müsst. Mega nice, mega geil, hab's gefeiert. Und deswegen kamen so schnell so viele Pfeile zusammen. Ne? Um mit kurz zu erklären. So, was ist nun mit dem Wind? Ich dachte, wir können jetzt hier mal schnell das Eisengeflecht durchkloppen. Also ganz schnell mit dem Finger schnippen. Klingt komisch, wäre aber die Wahrheit. Na, dann sehen wir hier halt nochmal aus, was haben wir denn hier? Sojabohne, wir haben Sojabohne, ey, hier ist zu kotzen, quasi. Wir können uns erbrechen, so viele haben wir, um das ein wenig anders auszudrücken. Naja, dann müssen wir auch... Warte mal, was ist das hier? N. Haben wir hier N verbraucht? An der Stelle schon, hier nicht. Naja. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, Gewächshaus hin oder her, schön oder schlecht. Ihr müsst bedenken, wenn es wahnsinnig heiß ist, wie wir jetzt hier schöne... Ja, jetzt sind es nur 25 Grad. Im Gewächshaus sind aber 30, weil, okay, nein, wir müssen eine Pflanze anhabern, alles gut, weil deswegen, da, 5 Grad vom, plus 5 Grad vom Gewächshaus, es sind immer plus 5 Grad, auch wenn es draußen heiß ist, es ist keine isolierende Funktion, es ist eine aufwärmende Funktion, also kommt immer 5 dazu und auch das kann euch die Ernte versauen. Die hatten wir ja schon gehabt. Durch zu hohe Hitze ist uns das weggeblättert. Beziehungsweise, weggeblättert ist auch eine falsche Aussage. Hatten wir deutlich niedrigeren Ertrag. Das ist natürlich schade. Darauf sollten wir spezieller achten. Dass wir da keine Probleme bekommen. Ich meine mal, ja, man kann auch die Aussaat anpassen und bla, Keks, ja, dann pflanzt er halt nur draußen im Sommer. Dafür haben wir ja die alte Farm immerhin noch aufgehoben. Die haben wir nicht abgerissen. Wäre ja eh Quatsch. Wozu? So, jetzt ernten wir mal hier wieder ein bisschen Schilfrohr.
Auch wichtig und richtig. Rohrkolben brauchen wir ja immer wieder. Denn quasi da, wo wir unsere Bienen aktuell, unsere Zwotstelle für die Bienenzucht, die ist natürlich noch nicht ganz fertig. Da brauchen wir noch das ein oder andere Schilfrohr mehr. Für die Waben natürlich. Dass ihr wisst, wovon ich spreche. So. Deswegen haben wir hier unsere wunderbaren Felder. Nicht ohne Grund. Ich kann immer wieder sagen, wenn ihr unterwegs seid auf Expeditionen und ihr noch Inventarplatz habt, dann nehmt die Wurzeln mit und platziert sie in der Nähe eurer Base. Ich kann mir später danken. Denn ihr werdet diese definitiv oft brauchen. So, wieder mal eine Quatschfolge. Ne? Wird wieder mal viel erzählt. Ne? Soll ja auch entspannt sein. Wir wollen ja den Feierabend in Ruhe genießen. Ist ja so, da wollen wir keinen Stress. So, nice. Super. Das ging doch mal sehr, sehr schnell. Und da kam auch was bei rum. Nice. So. Apropos den Feierabend genießen, gehen wir doch mal bei uns in den Weinkeller. Und ich hoffe, ich kriege die Schale noch kurz vorher leer gefuttert, weil sonst habe ich nichts, wo ich abfüllen kann. Das heißt, wir müssen hier nochmal reinschauen, wie es hier aussieht. Das hat sich immer noch nichts geändert. Sorry, ich habe den Sizzle noch nicht angesetzt. Kommt vielleicht noch in dieser oder nächster, ich weiß es nicht. Ne, ich will jetzt noch nichts teasern, weil ich nicht weiß, inwiefern ich mich daran halten kann. Hier sollten wir eventuell auch mal einen Eimer platzieren, weil ihr habt es gesehen. Kann gemolken werden, war ja trächtig. Und die einen oder anderen sind schon wieder ready. Ja, alles wird gut. Du grunzt mich doch nicht so von der Seite an. Schön fett müsst ihr sein. Richtig fett. Aber ich hab schon gesehen, die Nahrung ist schon wieder aufgebraucht. Ja, wolltest du gerade abhauen oder was war das gerade für ein Move? Kannst du knicken. Hier bleibt hier schön drinne. Schlimm genug ist, wenn wir wieder erweitern müssen. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich den Berg hier mitnehmen. Und die Schweine müssen auch noch hier trennen werden. Eieiei, da haben wir Dinge zu tun. Kann ich nicht das Essen einfach rauswaschen aus der Schale? Ich konnte auch das glühende Öl nicht rauswaschen. Okay, also wird das auch nicht funktionieren. Oh, eine Schüssel Wasser. Yum. Einfach ausgießen. So. Weg. So kann ich so auch meine Felder gießen? Ich will es nicht testen. So, dann gehen wir mal runter mit unserer sauber gewaschenen Schüssel in unseren Keller. Jawohl. Da hammer's. Distillierter Met. Yummy. So, den kann ich jetzt abfüllen und mir eigentlich reinzimmern. Ey, wolltest du das gerade vergießen? Was bist du für Gastgeber? Hat er sich gleich... Habe ich mir jetzt gerade einen ganzen Liter reingezwirbelt? Das ist nicht sein Ernst. Er wankt ja schon. Mal kicken, wie weit wir das treiben können. Okay. Gar nicht so nice, wenn er jetzt so ein bisschen rumwankt. Ich meine mal, dass diesen Effekt kennen wir, falls... falls man zu wenig Gesundheit hat, natürlich. Nur dann kennen wir diesen Effekt. Das Wild schwammelt tatsächlich auch ein bisschen. Das ist ja echt... Oder? Wow. Das sieht richtig geil aus. Kann man sich damit rumbringen? Haben wir da irgendwas? Irgendein Stat, Promille oder ähnliches? Nein, haben wir nicht. Haben wir natürlich nicht. Alter. Wow. Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Gut. Gehen wir mal weiter, nachdem wir uns den ganzen Liter destilliertes Met reingepfiffen haben. Deswegen. Das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Haben wir wieder Wind? Wie sieht's aus? Ich meine, jetzt sollte man vielleicht den Schmied... Ach, wir sehen Drehung. Ich meine, in dem Zustand sollte man eventuell jetzt keinen Schmiedehammer in der Hand nehmen oder ähnliches. So, kriegen wir wenigstens einen zum Laufen? Na, mit der Axt würde das natürlich deutlich schneller gehen, ganz klar. Biegt er sich? Meine Güte, ich bin ja so fertig. Der Char ist völlig fertig. Ihr könnt jetzt natürlich Wind zaubern. Aber machen wir nicht. Hier habe ich ein Problem. Das muss ich auch umstellen. Hier haben wir Knochen gemalt.
Frischer Wind. Nice, ich kann es euch doch zeigen. Wir haben noch Temperatur auf dem Eisen. Sehr, sehr gut. Brennt ihr jetzt? Ja. Das sieht man nicht immer sofort. So, legen wir los. Kettengeflecht. Und ich lege jetzt mit Absicht nur eins rauf. Wir können selber mithelfen. Dass ihr sehen könnt, da sind die... Da. Er kann die einfach rauspicken. Und da platzieren, wo sie hingehören. Das können wir nicht. So, folgendes noch zum Thema Lernen. Es ist jetzt auch so, wenn er Voxel entfernt, wie wir das auch tun, dann entstehen auch diese Eisenreststücken oder generell jegliche Reststücken. Deswegen haben wir auch wieder so viel Schwarzbronze durch die Pfeile. Apropos Schwarzbronze, natürlich will ich euch das auch zeigen. Die Geschichte mit dem Pfeilrezept. Mega insane. So, jetzt haben wir hier das Kettengeflecht fertig und hier die übergebliebenen Eisenstücken. Mega krass. Zack. Zack. 16, das ist schon wieder fast ein Block. Wie viel man da wegschmeißt, ist eigentlich ziemlich krass. In dem Prozess. So, das nehmen wir hier nochmal mit. So sieht das aus. Geh mal ein bisschen weiter weg, nicht, dass das die Ohren sprengt. Ist er nur doch schon müde und gerne mal ziemlich laut, finde ich. Also für euch, bei mir geht's eigentlich immer. Weiß ich nicht, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Oh Gott, Schmiedehammer zu laut oder Schmiedehammer zu leise, keine Ahnung. Deswegen gönnen wir uns das vom Nahen. Wenn ich den Hammer dann habe, dann sieht man das immer noch ein bisschen besser. Na, zack, und jetzt gehen noch die in der Mitte raus. Ready. Und da ploppt alles weg. Einmal das Werkstück selbst. Und das Kettengeflecht. Mega. Einfach nur nice. Und ich stehe einfach nur da rum, laufe von A nach B, sammle den ganzen Müll wieder ein. Besetze es neu. Wo haben wir es? Hier, Schwarzbronze ist ready. Und dann haben wir hier das 6er und das 9er Rezept. Das ist natürlich nochmal deutlich aufwendiger. Hier mit dem Schmiedehammer gezeigt. Und er kann einfach die Voxel dahin setzen, wo sie hingehören. Es ist unnormal geil. Es ist so unnormal. Also jeder, der auf dem Server spielt, Schmied ist, je nachdem wie das Roleplay da angelehnt ist, und damit irgendwie Geld verdient auf dem Server, der cheatet einfach nur. Ist einfach nur ein Cheater. Er muss gar nichts tun, er muss einfach bloß nur noch reinschmeißen, wenn natürlich die Mod vorhanden ist, wohlbemerkt. Das ist der absolute Oberwahnsinn. So, wir machen dann jetzt hier mal weiter mit Schuppen. Wird ja noch eine Schuppenrüstung. Ach so, ganz wichtig, das gilt natürlich nur für Rezepte mit einer maximalen Höhe von 1, also ein Voxel hoch. Diese Werkstücke können produziert werden. Ich gucke jetzt gerade mal, wie weit er mit den Schuppen kommt. Denn auch hier brauchen wir 2 Barren. Einfach eingeschmissen. Easy going. Ich denke mal, die Schuppenrüstung, die kriegen wir, die Kettenrüstung kriegen wir zur Hälfte fertig. Also ein Helm sollte drin sein. Und, sag schnell, der Brustpanzer, genau. Das Gute hier an den, an den Schuppen ist, wir kriegen da jeweils 2 Drops. Das ist das Geile. Auch, übrigens, ganz wichtig, auch für den Schmiedehammer gilt jetzt folgender Perk des Meisters. Also das Verdoppeln, das zufällige Verdoppeln von 1% Chance oder so. Das gilt jetzt natürlich auch für den Schmiedehammer. Wenn, habe ich da noch einen Punkt drin? Vervielfältiger war das. Kurze Prüfung. 5%, nicht 1%. Genau. Das gilt dann natürlich auch für die Schmiedehammer. So, nochmal Kettengeflecht. Wir machen weiter. Da sieht man mal, wie teuer Kettengeflecht eigentlich ist.
Und wir nehmen das jetzt einmal mit. Ich glaube, wir brauchten dafür Kette. Brauchten wir nur Kette? Nichts weiter? Schauen wir uns das an. Wir gehen mal rein. Das ist dann die Kettenrüstung. Ach ja, ich weiß, was ich noch brauche. Kettengeflecht, Bismut. Totaler Schwachsinn. Ich glaube, ich brauchte da noch meine Lederrüstung. Lederwams schießt mich tot. Panzer des Schwarzen. Wächters geht damit natürlich auch, aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen erstmal die Standard-Kettenrüstung. Genau, Lederwams, da ist es. Das haben wir natürlich. Gott sei Dank haben wir Leder bis zum Abwinken. So war das dann. Zack. Und zack. Ready. Da haben wir natürlich schon mal die Kette für die Brust. Nein, sollst du nicht anziehen, sollst du da ranpacken. Jawohl. Mega. Wir sind jetzt besser ausgestattet für die nächste Expedition. Aber weiter geht's. Wir brauchen ja auch noch einen Kettenhelm. Ich glaube, dafür sollte es noch reichen. Habe ich gerade nicht ganz gesehen. Ja, Kettenhelm. Lächerlich. Also, ne? Wird für die Schuppe benötigt. Mal zurück. Aber was wir dafür Debuffs bekommen, was ja auch nicht unwichtig ist, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ganz klar. Denn auch das ist wahnsinnig wichtig. Hier nochmal zwei Schuppen. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir brauchen natürlich auch Material in der Reserve, denn irgendwann müssen wir den ganzen Ramsch hier auch mal reparieren. Das könnte tatsächlich recht oft passieren. Dann müssen wir alles mitschleppen bei einer etwas größeren Expedition. Wir können uns auch hin und her porten. Ja, never mind. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir brauchen nur noch eine Buchse dazu. Da sind wir ja vorbereitet. Aber dafür benötigen wir natürlich mehr Kette. Das wird dann demnächst noch passieren. Ganz klar. Wir waren mal wieder zu Hause ein wenig. Ein bisschen rumgedallert. Ich war da eigentlich. Ich bin ganz gespannt, ne? Muss ich ganz ehrlich sein. Wenn hier endlich die Bäume hochkommen. Ich möchte das in Action sehen. Ich habe natürlich nicht die Setzlinge eingepflanzt. Ich weiß. Aber ihr seht selber, wird in einem Tag wachsen. Dieser Baum wächst innerhalb eines Tages. Das ist unnormal gut. Richtig nice. Kann man sich schon mal abkühlen. Habe ich hier, wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, Erntezeit. Gut, dass wir genau jetzt hier dran vorbeikommen. Wir haben nämlich gerade Zeit. Lass uns das ebenfalls machen. Wir brauchen ja schließlich unseren Alltagsanzug. Um nicht zu sagen, im Volksmund nennt man das Ding ja auch gerne Schlafanzug. Auch diesen brauchen wir natürlich, wenn wir uns hier rumbewegen. Da wird der Gamsen abgelöst. Denn mit dem sogenannten Schlafanzug oder auch zugeschnittene Polsterrüstung, habe ich doch gesagt. Haben wir weniger Debuffs und minimal mehr Schutz. Das ist natürlich richtig und wichtig, wohlbemerkt, ne? Keine Frage, brauchen wir. Dann haben wir hier wieder ordentlich Tierfutter. Da ist auch schon Honig ready, nice. Da können wir dann noch gleich mal Waben platzieren. Richtig, richtig, also es geht einfach, also wir haben jetzt durch dieses Schmiedeteil hier ist das hier gar kein Problem. Und wenn wir die Rüstung haben, können wir endlich mal die Eisenhöhle erkunden. Denn da gab es ja ziemlich auf den Sack. Muss man mal so sagen. Ihr habt jetzt Feierabend. Das einfach mit dem Knopf. Klack. Und aus ist die Geschichte, ne? Wie nice ist das denn bitte? So, gleich mal wieder befüllen. Das sind wieder 6 Barren. Einmal haben wir schon durchgefeuert hier. Also einen Wunsch habe ich. Schnell befüllen der Rennöfen. Das wäre super nice. Ist eine Kleinigkeit. Aber es wäre halt schön. Bin ehrlich. Ich will nicht immer nur meckern. Ich meckere nicht, ne? Ich mache halt nur Vorschläge. Ganz wichtig. Das ist ein großer Unterschied. Gut. Dann gehen wir mal gleich mal hierher. Basteln die Fasern um.
Ui, oh, voll so langsam, ne? Guck mal an. Da müssen wir nochmal neu sortieren. Warum ist hier eigentlich... Wir haben einmal Ananassaat drin. Lecker, lecker. Nice. Ah, dann müssen wir die hier wohl doch nochmal umbasteln, ne? Wie ich das so sehe. Kein Problem, zack. Easy. Und schon passt die ganze Geschichte. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Knochen. Die können wir noch durch unsere Mühle hämmern. Schilde brauchen wir. Die kommen hierher. Da werde ich einfach nur raufschreiben, dass hier sind hier Spitzhacken, Äxte, Messer, bla bla, schieß mich tot, ne? Einfach nur so, dass wir das beschriften, dass wir das auch nutzen. Ich meine, das können wir hier rundherum packen. Im Grunde, ne? Da ist ja eigentlich, haben wir alle Möglichkeiten offen. Wie wir dieses Problem lösen, wir füttern erstmal die Mühle wieder mit Knochen, das verdirbt nicht. Jetzt haben wir natürlich hier richtig Dampf auf dem Riemen, ne? Vorhin, als ich noch offline schmieden wollte, quasi. Da war hier nichts los, ne? Ganze knicken. Zack. Gönn. Dann ist das Knochenmehl in der nächsten Aufnahme auch schon ready. Füttern wir die Tiere? Nö, eigentlich noch nicht. Aber wir nehmen uns mal einen Eimer, den können wir gleich mal gucken. Können wir gleich mal gucken, wie sich das so verhält. Nun, ihr macht. Mir wurde auch mal gesagt, ey, wenn du die Möglichkeit hast, Milch hast, Zeit hast, ist ja auch so eine Sache, dann mach doch mal den Käseprozess. Das werden wir definitiv mal tun. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist nicht einfach mal so hingeschissen, habe ich mir sagen lassen. Kann gemolken werden, wird aber aggressiv. Der Eimer ist leer, Kollege. Muss ich hier stehen bleiben? Muss ich gedrückt halten? Was mache ich falsch? Ich raste aus, das funktioniert nicht. Mami, bloß weg! Toll, jetzt habe ich gar nichts gekriegt. Belastend. Naja. Egal, keine Milch, kein Futter. Problem ist eigentlich nicht auf meiner Seite. Dann motten wir mal das Futter noch ein, rein in den Keller. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Danke für die Likes, danke für die Kommentare, wunderbar. Immer wieder eine schöne Sache. Und ihr wisst ja, wenn es weitergehen soll, aktiv jeden verdammten Tag. Ne, wichtig. Liken, abonnieren nicht vergessen. Um, wie gesagt, Kanal zu unterstützen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ne? Ich wiederhole mich da ja sehr, sehr gerne. Höre mich ja selber sehr, sehr gerne. Wisst ihr ja. Liken, abonnieren nicht vergessen, um den Kanal und das Projekt zu unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vintage Story oder bei einem anderen Projekt. Nach eurer Wahl. Schnaps. Tschüss.